Ich bin Charlotte, bin 14 Jahre alt und mache realistische Unfalldarstellung. Ich bin der Rolf, der Opa von Charlotte, und mache auch die realistische Unfalldarstellung. Realistische Unfalldarstellung, RUD kurz genannt, ist die Darstellung von Unfällen und Verletzungen jeglicher Art, die die Unfallsanitäter oder Rettungssanitäter vor Ort vorfinden. Und die stellen wir nach, schminken uns die teilweise, wenn wir können, selber an oder werden geschminkt. Gerade an Stellen, wo man nicht selber rankommt, wird nachgeholfen. Und ansonsten wird das in der Johanniterakademie wird das geübt. Da haben wir eine große Spielwiese und da können wir uns dann austoben. Dann kommen die Rettungssanitäter, die angehenden Schüler und Notfallsanitäter und sollen uns Verletzten helfen, bergen, retten und ihre Arbeit verrichten. Ausbildung nicht, aber klar macht man Lehrgänge, so Aufbaulehrgänge und Grundlehrgänge, wo man das Schminken halt lernt und dann anwendet. Und ansonsten musste ich eigentlich nichts weiter machen. Learning by doing, immer. Genau. Je mehr man macht, desto besser kommt man in das Geschehen rein. Ne? Ja. Es ist wichtig für die Rettungs- und Notfallsanitäter, dass die einen ziemlich genauen Vorfall vorfinden, was sie im Ernstfall zu tun hätten oder haben. Ja, also ich bin mit meinem Opa zusammen dahin gekommen und wir waren bei so einer Infoveranstaltung, haben uns das angeguckt und haben uns alles angehört, was sie so gesagt haben, und ich fand es sehr interessant, was die erzählt haben, und hatte Lust, den werdenden Rettungssanitätern so zu helfen, dass sie ihre Prüfungen meistern können und an Menschen sozusagen üben können. Und ja. Also ich würde es ihnen auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, weil realistische Unfalldarstellung einfach richtig viel Spaß macht und wie gesagt, man hier sehr viel lernt. Ja. Man könnte ja auch im Ernstfall mal auf so eine Situation, genau, zukommen, wo man selber helfen können. Und da hat man keine Angst vielleicht vor Blut oder solchen Unfällen, dass man da die Scheu verliert.